Okay, Stampus ist wieder hier. Ich hoffe mal, diesmal klappt es. Und zwar werde ich jetzt das Ding einmal so weit vorziehen, wie es geht, okay. So, du bist fast fertig. Also, Trinkerflurus sind oben. Quatsch, nicht Trinker. Also, blauer und roter Zellstoff sind oben in den Kammern. Die Magmaströme und grüner Glibberströme dürften laufen. Ja, tun sie. Wunderbar. Die Trinker-Applikationsflurus sind geladen und entsichert. Und nachdem ich den zweiten geschossen habe... So, ich lasse dich jetzt erstmal ein Stückchen laufen. Und jetzt müsstest du wieder umdrehen. Guck mal, ja, jetzt drehst... Warum drehst du jetzt nicht um? Normalerweise drehst du an der Stelle immer um. So. Jetzt muss ich euch hier ganz schnell vernichten. So, hier ganz schnell vernichten, ganz schnell vernichten. Da, ganz viel Licht. Ihr seid depressiv. Los, sterbt. Jetzt war der blaue nicht schnell genug, oder? Jetzt fehlt grüner Dampf. Ich werd wahnsinnig, jetzt fehlt grüner Dampf. Oh mein Gott, jetzt fehlt grüner Dampf. Ernsthaft, entweder spielen die oben. Was machst du hier oben? Ah! Du sollst da unten in ein verdammtes Verderben rennen, du Drecksding. Ah! Ihr macht mich wahnsinnig, ihr Fluros. Ist ja nicht so, als wäre das eine Heidenarbeit, jedes Mal diese dämlichen roten Trinkerfluros da hoch zu wursteln. Holy motherfucking Jesus. Okay, auf ein neues. Puh, so. Und die beiden Zellstoffe sind mal wieder oben in den Kanistern. Langsam geht mir das auf den Sack, dass ich es immer und immer wieder neu machen muss. Also, Trinkerapplikation, richtige Düse. Dann versuche ich an mein Glück, das Ding erst aufzuladen und dann den Trinker loslaufen zu lassen. So. Dann renn mal, mein Trinkerchen. Ich hoffe, du reichst jetzt als einzelner Trinker. So, da ist jetzt Dampf drin und ihr sterbt jetzt bitte fix. Schneller, schneller, schneller. Schneller. Oh, warum sterbt ihr denn nicht? Da ist genug Licht. Ah, ihr sterbt viel zu langsam. Das ist uncool. Okay, das wird immer katastrophaler. Immer katastrophaler wird das hier. Die ersten Male hat sich da wenigstens noch was getan drin. Wow, das ist schwer. Das ist echt schwer. Das ist eine riesen Timing-Sache. Das ist übel. Das ist echt übel. Was wäre denn, wenn ich mal versuchen würde, den ganzen Scheiß hier auszutricksen? Was wäre denn, wenn ich mal versuchen würde, diesen ganzen Scheiß hier auszutricksen? Ich habe gerade einen ganz dezenten Plan in meinem Köpfchen. Ein dezenter Plan, der wahrscheinlich nicht klappen wird. Ich hatte gerade überlegt, was ist denn, wenn ich aus dem Lava hier... Also soweit ich weiß, tun sich Lava und blauer Zellstoff ja nichts, oder? Oder doch? Tut sich Lava und blauer Zellstoff was? Nö, da passiert gar nichts. Ich hatte jetzt gerade mit der Überlegung gespielt, irgendwie ein Lava-Fluro hier oben irgendwie reinzukriegen. Dann fehlt allerdings grüne Pampe. Äh,
Was ist denn, wenn ich hier ein ganz geduldiges Lichtfluor aus grüner Pampe reinmache? Also ich werde jetzt erstmal experimentieren, denn ich habe gerade echt keinen Nerv, den ganzen Mist, wo ich eigentlich weiß, wie es funktioniert, noch einmal auszuprobieren. Das ist sehr, sehr nervig, wie ich finde. So, guck mal, du bist jetzt ein helle Fluoro, das sich höchstwahrscheinlich nicht bewegen wird, oder? Ja, über dich kann ich rüberspringen. Alles ist tutti. Ist alles tutti. Könnte ich jetzt auch noch ein rotes Helligkeitsfluoro da hochbewegen? Ja, Beschleuniger. Toll, wird fortgesetzt. Map. Oder fehlt mir Wasser? Fehlt Wasser? Eigentlich nicht. Ich guck mir gerade, also warum ich jetzt gerade still bin, ich guck mir gerade das hier an. Also die, roter Farbstoff 27%, blauer Farbstoff 25%. Was ist W? Ist das W Lava? Ist das Lava? Nee, Lava ist 10%. Wasser 25%. Ich brauche Wasser da drin? Warum brauche ich da Wasser drin? Okay. Offensichtlich fehlt mir Wasser. Also laut dieser Zeichnung hier. Okay, Kommando zurück. Kommando zurück. Scheiß auf grünes Fluoro hier. Andererseits, doch, ich mache hier trotzdem grünes Fluoro rein, so, weil ich es kann. Dann mache ich da noch ein, ja, oder auch nicht. Grünes Fluoro, grünes Fluoro. So. Guck mal hier, da, blopp. So, grünes Lichtfluoro. Machen wir doch auch noch mal ein Wasserfluoro. Mit einer Lichtapplikation des Wasserfluoros. Vielleicht auch zwei. Wer weiß. Ja, rammelt mich einfach. Es ist total cool. Nein, nochmal, komm, so, Wasser. Du, bleibst du jetzt hier stehen? Bist du hier zufrieden mit deinem Leben? Ja, du bleibst da stehen und bist... Nee, du bist nicht zufrieden mit deinem Leben, oder? Okay, du bleibst da stehen und bist zufrieden mit deinem Leben. Das ist schön für dich. So, versuchen wir den ganzen Dreck nochmal und diesmal mit Wasser. So, das ist jetzt das erste Experiment, bevor ich irgendein Bullshit versuche, da mit Helfer, mit Jäger, Fluoros da irgendwie Lava oben reinzukriegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen wahnwitzig. Obwohl ich die Idee gerade irgendwo in meinem Kopf echt schön fand. So, ey, benutzt doch die Jäger, Fluoros und lock so ein bisschen Lava da oben rein und dann spritzt da einfach ein bisschen grünes Zeug dazu und schon hast du mehr grünen Dampf, als du gucken kannst. Ja, ist, glaube ich, nicht so eine geile Idee. Aber wird sich zeigen, wird sich zeigen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen wenig grünen Dampf hier, merke ich gerade. Quatsch, grünen Dampf, grünen Schleim. Aber das sollte auch machbar sein. Das sollte doch machbar sein. Ich schneide das jetzt einfach mal nicht raus. So. Mister, kommen Sie einfach mal mit. Mister ist einfach natürlich gestorben, weil hier mal wieder unsichtbare blaue Pampe war. Toll, wunderschön. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert und ich denke immer noch nicht dran, das Zeug vorher abzusaugen. I are genius. I are totally genius. Nein, wow, da hätte ich fast den Knopf gedrückt. So, bevor es jetzt hier abgeht, fülle ich nochmal kurz meinen Vorrat an blauer Pampe auf. Wuppdi-Kuh, die Dulu. Ja, leck, 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 leck. Wunderschön. So.
Also, jene Spritzdüse, jenes Pumpenzeug, Spritz! Ah, geh weg, nicht in mich reinrennen, nicht in mich reinrennen. Ich will die grüne Pampe wieder haben, die ist wertvoll. Ich brauche jedes bisschen grüne Pampe, das ich kriegen kann. So, dann. Habe ich gerade noch eine Idee, wie ich ein wenig für Unterstützung sorgen könnte? Erstmal kriegen wir den roten Fuzzi da rein, so. Hallo, da ist Licht. Guck mal, ganz viel Licht. Ganz viel Licht, vor dem du Angst hast. So. Das ist jetzt nicht allzu viel rote Pampe, sollte aber reichen. Blauer Dunkelfluoro. Aus, ja, blauer Dunkelfluoro. Ergibt sich schon, dass das Zellstoff ist. Oh, ist das ein Rumgeswitche zwischen den Kanistern? Das ist echt lustig. Obwohl das. Fick. Fuck. Obwohl das echt frustrierend ist, dass ich das gerade nicht hinbekomme, macht es dennoch Spaß, weil. Ah, ich bin so ein Experimentierkind. Ich liebe sowas. Einfach rumzuexperimentieren, so Dinge zu tun. Ihr wisst, was ich meine. Tut nicht so, als wüsstet ihr nicht, was ich meine. So, du bist da jetzt ganz zufrieden mit deinem Leben. Hoffe ich doch einfach mal. Ich gucke einfach nochmal fix nach. Mein Wasserfluoro da lebt noch. Gut. Mein Wasserfluoro lebt noch. Ich hole mir nochmal ein bisschen Wasservorrat, einfach so, weil ich es kann. Und ein wenig grüne Pampe, weil ich die wahrscheinlich brauche. So. Und zwar werde ich das jetzt alles ein wenig schnuckeliger timen. Ups, das laggt sich schon wieder ein bisschen hier. Das ist uncool. Wow, SMS auf einmal, suddenly. Wow. Hä? Ja, okay, die SMS wird einfach mal ignoriert für einen kurzen Augenblick. So, jetzt vergesse ich noch, was ich hier tun wollte. Das ist gerade, das verlangt gerade höchste Konzentration von mir. Also, drehen wir dich schon mal. So, du bist fast voll. Und zwar, mein grandios genialer Plan sieht jetzt vor, grünes Zeug dahin zu spritzen. Ah, nicht ganz getroffen. Ah, gar nicht so einfach zu treffen. Das fliegt viel zu weit. Das ist uncool. Okay, das läuft da einfach viel zu schnell runter. Oh, ernsthaft? Wow. Ich hasse es, um diese Uhrzeit angerufen zu werden. Okay, ich revidiere meinen ärgerlichen Ausruf von vorhin, dass ich es hasse, um diese Uhrzeit angerufen zu werden, weil wenn mein liebes Cousinchen anruft, gehe ich doch liebend gerne ans Telefon. Ach, naja, hat sowieso nur 2 Minuten gedauert, das Gespräch, und ich soll euch herzlich von meinem Cousinchen grüßen. So, warum auch immer. Also, ich wollte noch mal. Frag nicht, was ich tue, ich habe einen Plan. Es hört nicht auf. Es hat nicht aufgehört zu spritzen. Ah! Okay, dann habe ich halt den Plan hier, so. Also. Fuck, das ist ein Dunkelheitsfluoro. Ich wollte auch eine Helfer-Appli- eine Trinker-Applikation benutzen. Ajo, nochmal. Bisschen Material hier hinspritzen, das sollte reichen, dass er nicht explodiert. Erschaffen. Und dann. Na, rennst du? Rennst du? Dann gucke ich gleich mal, dass du in die richtige Richtung rennst. Hallo? Rennst du? Wo rennst du hin?
Wo rennst du hin? Wo rennst du hin? Hey! Schlampe, wo rennst du hin? Oh, okay, natürlich. Total. Akzeptieren wir das einfach. Akzeptiere ich. Ich akzeptiere dich so, wie du bist. Du bist wunderschön. Wow. Du siehst aus, als hättest du einen Rauschebart. So, du bist jetzt fast da. Ja, dann wollen wir mal schnell da oben den Zellstoff töten. Nein! Fuck! Das wollte ich nicht! Fuck, Nugget! Das wollte ich nicht! Ah. So, guckt mal, da tut sich Zeug. Und es ist wahrscheinlich... Ist es genug diesmal? Es ist schon wieder nicht genug. Es ist schon wieder nicht genug! Oh mein Gott! Ah! Ich werd wahnsinnig! Warum kommt da jetzt noch mehr grüner Dampf? Wo kommt der her? Ah! Oh mein Gott! Ah! Das ist eine kolossal große Scheiße, ist das! Ah! Warum habe ich auch aus Versehen den Schalter betätigt? Das war dumm! Ah! Das ärgert mich! Das ärgert mich kolossal! Und zwar riesig, ziemlich doll! Das Ding ist, mir geht langsam die Zeit aus, um aufzunehmen. Ah, da ist schon wieder Dampf gekommen. Fick dich, Dampf. Fick dich.